es in Köln 11.11 Uhr ist, wird normalerweise der Karneval gefeiert. Natürlich geht es nicht um den Köln, um den Karneval. Irgendwas Wissenschaftliches vielleicht? 11.11 Uhr heißt nicht, es ist Karneval, sondern 11.11 Uhr heißt, willkommen in Köln, willkommen beim Thema Kochen, willkommen beim Thema Genuss und Vlogs natürlich. Und vielleicht auch mehr. Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich. Ich bin jetzt hier in Porto am Hafen. Man hat natürlich jetzt direkt mal ein Bier bestellt. Wir haben, es ist morgens, naja, ich glaube, wir haben erst um 10 Uhr. Aber ich sag mal, wir haben 12, da wirkt es nicht so, als wäre ich ein Alkoholiker. Ja, ich bin auch schon so ein bisschen auf dem Kopf verbrannt, leider. Aber muss ich jetzt gleich mal eine Mütze kaufen. Aber ich will jetzt aber nicht mit so einer Touri-Mütze rumlaufen, sondern ich will mir dann schon irgendwas Cooles, vielleicht bei H&M oder bei Zara kaufen, wenn es sowas gibt. Aber ich denke mal schon. Ja, ich habe mir jetzt Bacalao bestellt. Das ist quasi Kabeljau, der klassischerweise früher ja quasi an einem Stock getrocknet ist und so auch gegart worden ist. Und ist so ein Klassiker hier in Portugal an sich. Gibt es auch in Spanien. Aber in Portugal ist es nochmal ein anderer Klassiker. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Das sind, glaube ich, so 4 Stück. So 4 kleine frittierte, wie so Kroketten sehen die aus. Und dazu gibt es jetzt noch ein 0,5 Liter Bier. Ich habe auf der Hochzeit so viel gegessen. Das kann auch echt gutes Essen. Dass ich jetzt einfach mal gedacht habe, ich mache es einfach mal so weiter. Und ja. Jetzt habe ich noch 5 Tage hier, ist mein erster Tag, muss ein bisschen das Geld zusammenhalten, ein bisschen gucken. Es ist gut, ich bin jetzt hier natürlich am Hotspot, Touri-Hotspot. Ist alles, denke ich mal, ein bisschen teurer als da hinten, aber ich wollte einfach mal am Hafen sitzen, mal ein bisschen ankommen, mal so ein bisschen auf mich wirken lassen. Es ist nicht so, heiß, es ist heute so ein bisschen schwüler und ich friere hier auch wirklich abends. Also ab 16 Uhr ist es hier saukalt. Wahrscheinlich liegt es am Atlantischen Ozean, der Kühle mitbringt. Also das ist gerade nicht wie in Deutschland. Also ich schwitze hier den Tag über, schwitzt man so ein bisschen, so zwischen 10 und 16 Uhr. Und ab 16.30 Uhr, 17 Uhr wird es so kalt. Und ich hab nichts Warmes zum Anziehen dabei. Ich habe nur T-Shirts dabei und Achselshirts und kurze Hosen. Und eine lange Hose für die Hochzeit und ein Hemd für die Hochzeit. Deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal was kaufen, weil ich halt wirklich friere ab 16 Uhr und ich kann eigentlich nicht mehr rausgehen mit dem T-Shirt. Das sind wirklich nur so gefühlt 14, 15 Grad und auf jeden Fall ist Porto auf den ersten Blick eine sehr schöne Stadt. Ich habe noch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Es ist ja überall halt so diese schönen Kacheln, ich weiß gar nicht mal, wie die heißen, diese schönen Kacheln an den Häusern. Es ist mediterran, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Es ist so ein bisschen rougher hier, also so eine Spur härter als vielleicht sogar Lissabon, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, mal schauen. Bacalao kommt gleich. Das Bier werde ich sogar anfangen zu trinken. Das Bert. Wie sieht das Ganze dann aus? Eigentlich relativ easy. 4 Bacalao, 4 Kabeljau. Kroketten mit einer Zitrone, ganz easy. Kostet, ich glaube, 6 Euro. Ja, ist jetzt nicht günstig, aber das ist mein erstes Essen. Mein Kühlschrank ist voll. Von daher kann man sowas mal gönnen zum Frühstück. Dazu das Bierchen und der Bacalao. Super lecker.
Thank you. Ja, jetzt wurde ich gerade mal fotografiert. Ja, jetzt habe ich natürlich hier etwas gemacht, was ich normalerweise gar nicht mache. Ich habe nämlich Höhenangst. Jetzt fahre ich hier Seilbahn und habe vor lauter Interesse am Touri-Ding habe ich jetzt vergessen, dass ich ja eigentlich Höhenangst habe. Jetzt ist eigentlich ganz lustig. Ich werde jetzt mal ganz nach links rutschen. Ja, zumindest ist die Tür zu. Oh je. Ist ein bisschen wie auf der Tippemess. Beziehungsweise bei der, ja, auf einer Kerb, auf einer Kirmes. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen hier den Touri. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. So am ersten Tag ist ja noch alles super interessant. Und ich mache jetzt hier so eine Fahrt hin und zurück mit einer Seilbahn. Über Porto, über den Hafen. Echt super, super schön hier. Ich bin echt ein bisschen überrascht. Ich habe es mir anders vorgestellt. Natürlich hat man vorher so ein paar Videos geguckt und sich so ein paar Empfehlungen geholt. Aber ich muss sagen, es ist wunderschön hier. Ich bin natürlich jetzt so ein bisschen im Touri-Teil von Porto. Und ich muss schon sagen, also es ist schon sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Ich habe auch jetzt nicht so ein gutes Gefühl. Ich gucke am besten gar nicht nach unten. Nee, aber was schon. Alles in Ordnung. Über den Dächern von Porto. Ja, ich bin ja gleich da, ne? Die Musik ist ja auch wunderschön, die man hier hört. Caralho, eu tô aqui. Vem, vem. Aqui, ó, vem. Ah, lá, pessoal.